Gerners und Sos Plan drohte bereits das ein oder andere Mal zu scheitern. Doch nun wähnen sie sich endlich auf der Zielgeraden, nicht ahnend, dass Rosa ihnen dicht auf den Fersen ist. Achtung, es folgen Spoiler. Bei GZSZ werden die Karten offenbar neu gemischt. Gerners, Wolfgang Barrow, Plan, Rosa, Joanna Schümer, finanziell zu vernichten, droht langsam, aber sicher zu scheitern. Grund dafür ist wohl oder übel seine Zusammenarbeit mit Zoe, Lara Dandelion-Seibert. Unter ihrem Decknamen Linda versucht die einstige Auftragskillerin bereits seit einigen Tagen, sich Rosas Vertrauen zu erschleichen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint ihr das nun aber gelungen zu sein und Zoe konnte schon die ein oder andere nützliche Infos für Gerner beschaffen. Doch Rosa kommt ihr zunehmend auf die Schliche. Rosa zählt eins und eins zusammen, um sicherzugehen, dass ihre neue Bekanntschaft es nicht wie bereits viele zuvor auf ihr Geld abgesehen hat. Veranlasste Rosa einen Background-Check. Zu ihrer Überraschung ist Linda auffällig unauffällig. Rosas Misstrauen wächst, wie sich herausstellt, zurecht. Während Zoe und Gerner ihren Plan weiter vorantreiben und versuchen, weitere Beweise für Rosas nicht rechtskräftige zweite Ehe zu finden, erfährt diese, dass Zoe sich Zugang zur Wohnung ihres ersten Ehemanns verschafft hat. Direkt ist Rosa klar, dass ihre Verehrerin nichts Gutes im Schilde führen kann. Rosa dreht den Spieß um. Sie spielt Sos perfides Spiel mit, um weitere Nachforschungen anstellen zu können. Unter dem Vorwand, Linda vermisst zu haben, lockt Rosa diese in ihr Hotelzimmer. Während sie sich mit Linda bzw. Zoe unter der Dusche vergnügt, verschafft sich ihr Detektiv Zugang zu dem Raum und Sos Wertsachen. Dank dieser hinterlistigen Aktion findet Rosa nur wenig später die bittere Wahrheit heraus. Linda heißt in Wirklichkeit Zoe. Doch als wäre die falsche Identität nicht schon Betrug genug, erfährt Rosa zudem von Sos Verbindung zu Gerner. Es fällt ihr wie Schuppen von den Augen. Rosa wird klar, dass Gerner und Zoe es auf ihr Bankimperium abgesehen haben. Das kann Rosa natürlich nicht zulassen. Während sie sich gegenüber Gerner weiterhin ahnungslos gibt, lässt sie vor Zoe die Maske fallen. Sie stattet ihrer vermeintlichen Verehrerin einen Überraschungsbesuch ab. Hallo, Zoe. Auch ein schöner Name. Zoe und Gerner sind also tatsächlich aufgeflogen. Zoe steht der Schock darüber regelrecht ins Gesicht geschrieben. Doch was will Rosa nun von ihr? Das werden wir erst noch erfahren. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.